Hallo und herzlich willkommen bei Red Rock Gamble. Ich bin natürlich gejagt nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Hero Wars. Ich werde spielen. So, da sind wir. Voll wird noch am machen. Und dann fangen wir mal an. Da oben ist ein Geschenk. Geschenke ist immer gut. Alles sammeln. Okay. Oh, dann kann ich heute richtig viel spielen. Gut, und dann haben wir hier VIP Tag Nummer 1. Erste Mal in diesem Monat. Okay, aber auch alles. Weste. Diese Truhe einmal öffnen. Den haben wir doch schon. Ach, da ist das X. Gut. Das für Videos angucken. Das sind die Daily Queste. Schon die erste fertig. Große Arena. Muss ich nachher mal gucken. Und Luftschiff. Die Kiste öffnen. Genau. Nein, ich wollte ja nicht öffnen. Ich sammle doch die Schlüssel für irgendwas anderes. Abgeschlossen. Gut, jetzt die kann ich nicht machen mit den goldenen Flügeln und die mit dem weißen auch nicht. Dann muss ich die anderen machen. Fangen wir mit den epischen an. Gut, dass ich so viele Charaktere schon habe. 5. Ich habe sogar noch 4 übrig. Gut, 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 gut. Also die Dingenswörter jetzt die ganze Zeit stehen bleiben. Weil ich kann die Kiste öffnen. Mit so ein, 4. Aber ich brauchte die für was anderes. Ich glaube, ich brauche 9 Stück für den hier. Ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich sparen. Genau. Für Expedition haben wir angefangen. Dann geht's los. Kämpfen wir einmal gegen eine Hydra. Oh, das ist neu. Also ich muss wieder 3 Gruppen machen. 1, 2, 3. Aber wir fangen mit der hier an. 1, 2, 3.
Okay, dann schauen wir mal. Okay. Das war wohl nichts. Dann haben wir jetzt zweimal gegen die Hydra kämpfen. Ja, super. Nochmal. Jetzt sind wir die Wasserhydra. Ich habe vorhin gar nicht Auto gedrückt. Also die Wasserhydra scheint nicht ganz so stark zu sein wie die andere. Wenn meine Leute ja den ersten Angriff überleben. Okay. War trotzdem verloren. Dreimal gegen Hydra. Einmal jetzt zur Erde. 1, 2, 3. Weiter. Machen. Nächster Kampf. Also Erdestand.
Jetzt verwende den Skill eines beliebigen Helden einmal. Verbesser, verwende. Den Skill. Das werde ich aber anders machen. Gehe ich jetzt bei Helden rauf und nimm den, der ganz unten ist. Skill. Jo, war das. Fähigkeiten. Ah, da kommen wir später hin. Da fehlt noch das hier. Kämpfe immer mit die Schlechtesten, damit die besser werden. So, jetzt ist es wenigstens auch blau. Ach, kann ich noch gar nicht einsetzen. Das. Westerpolen. Da ist ein Brief gekommen. Sammeln 10 Diamanten. Wendy. Eine epische Truhe. Und die Quest. Gut. Haben wir gemacht. Besiege alle Bosse. Das ist auch ganz leicht. Kämpfe gegen ihn zweimal. Besiege. Weiter kämpfen. Kämpfen. Ah, nee, die macht keinen Schaden, deswegen habe ich sie wahrscheinlich nicht mitgenommen. Die macht schon am meisten Schaden von denen eigentlich.
wirkt noch nicht viel aus. Und der letzte, gegen den noch einmal. Bei denen habe ich immer die meisten Probleme, weil da müssen bestimmte Kämpfer mit dabei sein. Ich brauche einmal den hier zum Stun. Den zum Stun. Der soll am besten ihn immer kopieren. Dann kann ich nämlich zweimal stunnen. Und dann die drei zum Charme machen. Und das ist Heiler, Heiler und Tank, die machen nicht ganz so viel Schaden. Gestunt, jetzt kann ich Schaden machen. Das zweite Mal ist dann hinterher. Weil wenn er nicht gestunt ist, dann kriegt er fast keinen Schaden. Okay, ist er gestunt. Er ist dann auch. Zeit wird knapp. Okay, wieder gestunt. Ja, super. Den 37er Boss getötet. Gut, da haben wir die Truhen. Okay, die 7er Truhe werde ich jetzt nicht öffnen, dass wir jetzt nochmal reingehen und viermal gegen andere kämpfen. Also viermal gegen irgendeinen von den drei Bossen kämpfen. Das werde ich nicht machen. Ein beliebiges Artefakt verbessern. Da fange ich natürlich auch wieder von unten an. 6, 6, 6. Der ist schon auf 7, der ist auf 5. Kann ich nicht verbessern. Kann ich auch nicht verbessern. Aber das ist auch so ein Ding. Jetzt muss ich auch was verbessern können. Ach so, ja, hier unten dann. Warte, ich wollte ja erst alle auf 6 machen. Da, den. Den kriege ich noch nicht. Gut, dann machen wir den. Einmal auf Level 6. Verbesserungs ist. Geschenkte Elemente. Und wieder zum letzten gehen. Okay.
Level 1 und Level 1. Jetzt haben wir 75 Titanen. Okay, das wird schwer. Das habe ich letztes Mal auch nicht geschafft. Habe ich schon. Da, ein. Ich bin bei 122. Ich darf alle benutzen. Das ist gut. Dann benutze ich auch alle. Zum nächsten Kampf. Da, 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 da. Der nächste Kampf. Wenn ich mit den Helden kämpfe, ist es ganz gut, weil die können nicht sterben. Also die können schon sterben für den Kampf, aber im nächsten Kampf sind sie wieder dabei. Und wenn ich die Elementarbosse nehme, wenn da einer stirbt, dann ist er im nächsten Kampf nicht mehr dabei und muss dann einen ganzen Tag warten, um auszubauen. Ich ja schon sagte, letztes Mal habe ich das auch schon nicht mehr geschafft, weil die mir so stark geworden sind. Gut, dann das geht nicht. Müssen wir den hier machen? Der wird ein bisschen schwer. Wie weit geht denn das hier noch? Ah, bin da fast am Ende. Cool. Kämpfen. Ja,
einer Daumen bei mir. Das wären noch 2 Sterne. Aber 2 Truhen. Oh, das ist eine epische Truhe. Muss ich nur einmal kämpfen, oder? Ja. Nein, nein. Nutze. Energie. Wie angucken? Nein. Öffne eine Truhe im Turm. Ah, da komme ich auch nicht weiter. Da bin ich auch an so einem Punkt angekommen. Da müssen wir jetzt erstmal den Gegner schwächen mit die Schwachen. Meine Schwachen müssen die anderen schwächen. Kämpfen. Gegnerische Team 28.000. Die hat 15.000. Ach je. Ah, der erste Daumen bei denen. So, trotzdem nicht geschafft. Aber 2 Daumen. Das heißt, ja gleich die besiegen werden. Also jetzt in dieser Runde, hoffe ich. Oh, der erste bei mir da unten. Zweite Runde. Dritte. Vierte. Dann habe ich nichts. Komm, probieren wir nochmal. Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Hier hänge ich auch fest. Sterne. Super.
Gegen den muss ich noch gewinnen, dann bekomme ich die Truhe. Jetzt kriege ich erstmal nur einen Buff. Ich habe 15 Totenköpfe. Ich kann jeden Buff einmal holen, das ist schön. Anwenden. Geht nur auf den letzten. Ich habe jetzt 10% mehr Rüstung und 3% mehr Stärke. 29.000. Und ich habe 17.000. Oh, vielleicht schaffe ich das ja. Vielleicht auch nicht. Gleich die Superfähigkeit. Ja, das wäre heilen gewesen. Superfähigkeit von ihm. Super. Ach, bei denen ist auch schon einer da. Nein, das ist nicht. Scheiße. Ah. Sakrament. So, meine letzten vier Leute. Und dann habe ich die Quest auch schon mal nicht geschafft. Und da ist die Truhe, da müsste ich hin. Also, auch nein. Truhe, nein. Muss der Erfahrungstrank, das können wir machen. Ich werde den mal aufleveln auf 40. Machen wir alle auf 40. Probier mal alle auf 40 zu machen. Oh, geht schon nicht. Gut, das haben wir gemacht für die Gen-Punkte. Da muss ich dann zur Kampagne. Ja, da müsste ich jetzt, wenn ich kämpfe, kriege ich mein bisschen Gen-Punkte. Sachen wegschmeißen. Die kann ich aber auch noch gebrauchen, vielleicht irgendwann mal, das weiß ich nicht. Gegenpunkte, den können wir einmal machen. Ich habe 10 Millionen. Also ich brauche eigentlich kein Geld. Deswegen nehme ich nur den kleinen. Einmal. Ah. Genpunkte. Ich kämpfe dreimal in der großen Arena. In der Arena oder große Arena. Ich habe 20.000. Ich würde gegen alle verlieren hier. Skills 3. Jetzt muss ich warten. Was ist da noch?
drei heroische Missionen. Das machen wir aber anders mit den Missionen. Verbessere eine Fähigkeit eines deiner Helden. Fähigkeit. Hier. Fähigkeit. Auf 5. Weil den auch gemacht, oder? Ach, auf 10 immer. So, auf 10. So, dann kommt gleich Mission abschließen. Dann machen wir mal den nächsten Kampf. Oh, der war ein bisschen schwerer. Also, der ist leichter wie der vorige, aber ein bisschen schwer für mich. Das war nur mein Skill. So sieht die normal aus. So knapp. Na gut, dann nicht. Dann kommt jetzt das mit der Mission dran. Dann mache ich jetzt meine Methode. Ich könnte natürlich jetzt auch die Mission weiterspielen. Schauen, wie weit ich da komme. Ich probiere immer den letzten zu verbessern. Ich brauche das und da könnte ich jetzt das Schwerste nehmen. Starten. Und dann kämpfen. Kämpfen würde ich sagen. Kämpfen. Gleich mal kurz da. Habe ich auch das gekriegt? Ach, so weit bin ich noch gar nicht. Go, 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 go. Aber ich glaube nicht das, was ich haben wollte. Null. So, nochmal kämpfen. Ab wann kann man den Schnellkampf freispielen? Wenn ich 5 Euro bezahle. 14 Tage Bonus. Ach, genau das war das. Oder ich habe 10 Schlüssel, dann kann ich den aktivieren. Okay. Jetzt weiß ich wieder, wofür ich den Schlüssel haben wollte. Mach's ja kaputt.
Was, Digga, machen? Da ist die Rüstung. Endlich. Ausrüsten. Wie viel? 5 Fragmente wollte die haben? Zwei Helden waren es. Und hier auch wieder zwei Helden. Und da drei Helden. Den brauche ich doch nicht. Ja, ich hoffe. Nee, das Fragment nicht dabei. Wieder kein Fragment dabei. Das müsste, glaube ich, jetzt der Kampf Nummer 7 sein, den ich gemacht habe. Also, da muss ich noch dreimal kämpfen. Schon wieder nicht. Ich schaue immer nach, ob einer vielleicht stärker geworden ist, ein Level-Up hatte. Wenn nicht, dann mach ich nochmal weiter mit dem Kampf. Ansonsten hätte ich den dann geändert gegen einen Schwächer.
Kämpfe waren das. Und danach muss ich noch drei heroische Kämpfe machen. Da kann ich ja mal gucken, bei wen, bei welches Bauteil, bei welcher Ausrüstung ich das. Das Schwert fragmentiere ich ja nur hier irgendwie. Immer noch nicht. Ich bekomme nicht ein Fragment. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal. Gerade war 8. Nee, doch. Gerade. Nee, war es 8 oder 9? Muss gleich mal gucken. Erstes Fragmental. Dann schaue ich jetzt mal kurz. War 10 Mal. Komm, machen wir die Arena fertig. Sind auch alle so stark. Oder ich hätte vielleicht die große Arena kämpfen sollen. Wäre ja egal, die oder was. Na egal. Dann kommen jetzt die drei heroischen Kämpfe dran. Mache ich dann auch wieder mit den Helden. Ich suche mir den schlechtesten Helden raus. Held, da bist du. Den schlechtesten. Mein Loser-Held. Da ist er. Ein Affe hier. Der Affe ist es jetzt. Oh, die ist stärker geworden. Heidi. Gut. Schauen wir mal nach. Den Speer. Nee, da brauche ich zwei Sachen. Eine Rüstung. Okay, hier. Das ist eine heroische. Da erkennst du an die dreimal. Die kannst du nur dreimal kämpfen. Und wenn wir jetzt dreimal da reingehen. Da ist schon die Rüstung. Das heißt, ich brauche das nicht mehr. Hier brauche ich noch 2 Stück. Oh,
Das ist auch eine heroische. Dann nehmen wir den. Zweikämpfer habe ich. Ich brauche zwei. Oh, der ist ja gar nicht mehr der Schwächste. Egal, wir machen den jetzt noch fertig. Dann kämpft er nur nicht mehr mit. So. Zwei Ketten hätte ich gerne. Erster Dauermann. Keine Kette. Und noch einmal. Dann habe ich meine Dailies für heute fertig, die ich fertig machen kann. Bei den anderen komme ich nicht weiter. Oder. Aber jetzt noch die letzte Kette haben. Dann. Wenn da jetzt eine Kette kommt, möchte ich trotzdem noch mal kämpfen. Ich möchte die Kette haben. Nein, Kette nicht da, deswegen egal. Das war meine letzte Quest. Schaue ich nochmal die Quest durch. Da ist das Spiel nicht weiter, weil sonst komme ich später einfach nicht mehr weiter. Bei denen komme ich nicht weiter, weil die so stark sind. Das kann ich noch machen. Ich brauche noch viel Energie zu benutzen. Komm, da machen wir mal ganz schnell. Zack. Ich probiere gegen den mal zu kämpfen. Hart. Hier ist es eher das Schlechteste. Sterne sogar.
So, dann haben wir die auch schon mal fertig. Bis 200, das dauert mir so lange. Also nein. Dann komme ich später nicht mehr weiter. Deswegen mache ich den nicht weiter. Da komme ich auch nicht weiter. Und bei denen, nein. Da komme ich auch nicht weiter. Und oh, da fehlt mir auch nicht mehr viel. Da hätte ich die Quest auch noch fertig. Aber das ist ja egal. Gut. Dann war's das. Ich schaue mal kurz nach den Geschenken, die ich hier habe. Und da habe ich noch was fertig. Schön. Noch mehr. Juhu, Geld. Noch mehr Geld. Kann ich das nicht in Euro umwandeln, das Geld, und bei mir auf dem Konto überweisen? Inventar habe ich noch was Neues. Ah, die Truhen. Öffnen. Öffnen und die letzte Truhe. Okay. Ja, das war's. Und was kriege ich hier für ein Geschenk? Beanspruchung. Und hier, was war? Achso, das war hier. Die Expedition ist fertig. Okay, gut. Der läuft noch 5 Stunden. So, ich weiterlaufen. Kann ich nächstes Mal abholen, wenn ich da bin. Gut, dann war es das für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.